So, mein Lieben, auf geht's zum dritten Teil. Da wollen wir das Schmuckstück hier mal beenden. Und ich sehe gerade, ich habe da vergessen, was abzuschneiden. Wird natürlich noch nachgeholt. So, haben wir das auch. So, passt das so alles. So, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Die habt ihr ja die ganze Zeit in einem Video schon gesehen. Da habe ich eine kleine Auswahl, wohlgemerkt, von Michelle bekommen. Dann habe ich mir rausgesucht Schleifen. Da sind jetzt noch nicht alle Schleifen drin, aber das kommt alles noch, wenn ich mein Zeug sortiere. Dann habe ich hier so kleine Schmettis, fand ich ganz niedlich. So Blümchen, fand ich ganz toll. Solche Herzen. Dann habe ich noch Strasssteinchen, die wir benutzen. Dann habe ich hier eine mit ja, solchen irisierenden Schmettis, Blümchen, Herzen und so Sterne. Dann habe ich hier noch ein paar Herzen und Blümchen und sowas. Habe ich hier noch ein paar Schleifen. Und ich habe noch einen Behälter mit kleinen Strasssteinchen. So, die finde ich nämlich auch ganz toll. Und würde sagen, dass wir jetzt anfangen, um uns mal rauszusuchen, was wir alles benutzen. Ich würde sagen, alle Fälle, weil es darf blinken und blitzen. Da ein Herz. Machen wir ein Schleifchen hin. Hier machen wir ein echtes Schleifchen hin. Das haben wir noch so schönes. Machen gelbes Schleifchen. Noch ein rosanes Schleifchen. So, dann würde ich ganz gerne. Schmettis verteilen. Mal gucken. Vielleicht hier einzeln. Hier einzeln. Hier einzeln. Beide zu so nehmen, dann ist ja auch blöd, ne? Hier einzeln setzen, dann sieht das so aus, als wenn es da drauf sein muss. Ja, ne? So. Dann haben wir noch ein paar Herzen. Setzen wir da ein Herz hin. Weil ich das, ich finde, ich meine, es gibt welche, die machen das natürlich in 3D und arbeiten auf den Folien noch drauf, aber. Ach, wer weiß, wie mein Stil sich denn ändert. Ach, da haben wir schon mal ein Lila. Dann machen wir da ein Herzchen hin. Und noch ein grünes Herzchen. Ein bisschen farbenfroh darf es hier auch sein. Und da noch ein Herzchen hin. Da muss da auch noch irgendwas hin. Was habe ich denn noch so viel schönes? Schönes Herz. So. Die mache ich jetzt fest. Dafür nehme ich meinen Strasssteinpicker. Und den gibt es. Da steht jetzt Schmucksteinkleber drauf. Das ist da ganz das genau dasselbe wie diesen von Teddy. Wie ihr seht, steht hier nicht 1,50 €, weil der kostet 1,15 € in McGuides. Und da hatte ich mich damals eingedeckt mit. Und ja, deswegen. So, kommen wir mir zurück. So. Dahin kleben. Dahin kleben. Dahin kleben. Ja, also ich klebe das jetzt alles auf.
Ne, weil es darf ruhig blinkeln und blitzen und alles Mögliche. Was haben wir noch? Hier haben wir noch einen. Jetzt noch gerade hin. Hier haben wir noch einen. So, dann habe ich hier noch so einen großen. Setzen wir dahin. So. Dann habe ich ja die hier und bei denen ist es immer ein bisschen. Entschuldigung, dann habe ich ja den hier. Das ist ein bisschen schwieriger mit dem. Ich hoffe mal, das reicht so. Also, das, ne, der wird ja eh noch trocken. Trocknen. Da oben ist ja noch ein Schleifchen. Setzen wir dahin. Hier haben wir auch noch ein Schleifchen. Setzen wir dahin. So. Sieht doch schon ein bisschen süß aus, ne? So. Dann haben wir ja hier noch ein paar Blümchen. Ich weiß gar nicht, hätte ich mal, glaube ich, in der Tauschpost oder so drinne. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Alle Fälle möchte ich denn so ein Blümchen kleben. So. Oh, ganz niedlich, ne? So, das haben wir auch. Mal gucken, was wir uns noch hier so Schönes machen. Ja, ich würde ja auch ganz gerne Strassstein-Bordüren machen, aber ich glaube, das wird gar nicht halten. Weil. Ach, das wird dann wieder hochkommen und nicht richtig in die Folie passen. Aber ich gucke mal, dass ich ein paar rosa Strasssteinchen habe. Aber die sehen nicht so schön aus. Also, was jetzt passend ist. Aber ich habe noch. Die auch im Kunstler? Nee. Dann hat ja auch immer das Falsche. Habe ich hier noch ein paar rosane. Bei rosa finde ich, passt zu Kawaii immer ganz toll. Dann würde ich hier einen rosanen hinmachen. Und hier einen rosanen hinsetzen. Da ist auch noch ziemlich nackig. Da noch einen hinsetzen. Ja. Was sollte das da dann erstmal sein? Da hinsetzen. Da hinsetzen. Da hinsetzen. Und hier noch einen setzen. So. Das sitzt auch. So. Ist doch ganz niedlich bis jetzt, oder? Ich zeige euch den natürlich noch mal im Ganzen nachher. Ne, also so sieht er bis jetzt aus. Bloß mein Tablet abends, wie gesagt, kommt dann halt immer noch runter. Und aber wie gesagt, ich zeige euch den nachher noch, wenn es fertig ist. Ne? Ich persönlich, wenn ich jetzt für mich alleine mache, mache ich natürlich mit Dekopapier. Ne? Das heißt, das ist jetzt ein Papier und ich mache jetzt drauf. In der Regel hätte ich natürlich noch anderes Papier drunter gemacht, mit Washi gearbeitet und, und. Ne? Also, das ist denn meins, womit ich denn in der Regel, sage ich jetzt mal, arbeite.
So, dann haben wir nur so kleine Herzen. Oder kleine Blümchen. Habe ich ja auch noch hier rumschwirren. Aber die passen da jetzt nicht so zu, finde ich. Also kleine Herzen sind doch vielleicht noch ganz niedlich, oder? Hier noch ein Herz. Hier darf auch noch eins hin. Hier darf noch eins hin. Hier vielleicht am Schriftzug noch eins. Blaues, das passt ja ganz nice. Oder ein hellblaues? Ja, ne? Ein hellblaues. Ja, da oben sieht es noch, ja. Sieht's noch. Also ich mache jetzt die Herzen rauf. Moment, da ist ein Herz. Hier ist ein Herz. Da ist ein Herz. Ja, weil ich mag das gerne, wenn das so richtig vollgepropft ist. Mit allen möglichen. Hier oben ist auch noch ein Herz. Mit allem möglichen Zeug. Finde ich ganz niedlich. Ist das eigentlich schon fest hier? Ja, da bin ich ja. Da bin ich ein Fan von. Wenn das alles so richtig schön voll gebabbelt ist mit allen möglichen Zeug. Haben wir sonst noch irgendwas Schönes, was dazu passt? Ist auch ganz niedlich hier. Vielleicht hier. Also kleine Sternchen habe ich ja hier noch mit bei. Und noch ein Sternchen hinsetzen. Vielleicht so in den Ecken hier oben. Weil ich meine, wie ihr seht, es ist ja jetzt alles live, sag ich mal, ne? Und ich habe ja immer gebastelt nebenbei. Oder neben dem Erzählen. Also ich habe ja mal nichts gemacht, sagen wir mal so, ne? Und wie ihr seht, dauert das doch echt lange bei mir, bis ich irgendwas fertig habe, ne? Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich, ne? Also, weil ihr habt ja auch gemerkt, ich schwanke gerne auch zwischenzeitlich um und dann gefällt mir das nicht und hier nicht und ja, und deswegen dauern die Sachen bei mir einfach übelst lange, ne? Das heißt, man kann gar nicht, ne, weil wenn ich bei einigen sehe, wie schön schnell das geht und ja, ne, bei mir dauert es 3 Videos lang, damit ich mal das Passende finde, was man denn darauf, also, und wenn ich das jetzt noch, wie sagt man, ausgefallener gemacht hätte, ne, dann würde es noch länger dauern, also ich würde dann wirklich schon an einem Pocket Letter den ganzen Nachmittag sitzen, und dafür muss das Video definitiv geschnitten werden, bin ich der Meinung. So. Aber nichtsdestotrotz konnte ich da jetzt nichts finden, was mich da jetzt so interessiert hätte. Also, was jetzt passen würde, was jetzt hier nicht schon drauf ist, sagen wir mal so. Ne? Also, ich finde das alles schön, was Shelly mir damit gegeben hat. Und da hat sie mir auch eine Riesenfreude gemacht. Ne? Und als sie dann mir gesagt hat, ja, hier, pack ein. Oh, ich bin da wirklich mit einem Karton hin. Klar, weil war ja in dem Sinne ein Tausch und bin dann mit dem Karton, da eine Tüte, da ein Beutel und alles Mögliche wieder zurück. Und aber ich habe doch hier noch, fragt sich da, das ist doch auch schön. Ich habe hier ein schönes Gelb und alles so und so freie Stellen werde ich einfach. Weil sowas liebe ich ja, ne? Könnte ich den ganzen Tag machen. Einfach so Strassteine pübeln. Ah, könnte ich ja. Schiere Begeisterung, ne? Nehmen wir uns welche rauf. Und dann, ja, halt, mein Nachteil ist natürlich, dass ich Linkshänder bin. Und
Ja, die meisten, ne, oder viele, das fing ja schon an, als ich klein war. Oh, die konnten immer nicht sehen, welchen Messer in der Hand habe oder mit irgendwelchen Geräten, was gartenmäßig zu tun hatte, gearbeitet habe oder sowas, ne? Oh, die konnten sich das alles nicht antun. Oh, Sandra, gib her. Ich mach das lieber. Vor allem, wo ich sage, warum? Ne, es ist ja nicht so, als wenn ich nicht mit dem Messer umgehen kann oder sowas. Ne, wollten die alle nicht. Sah denen viel zu gefährlich aus. Oh, ja. Jetzt wird Gestrasssteinchen hier einfach für. Finde ich ganz schön. Mal gucken, wie das denn fertig aussieht. Ja, aber die Angst natürlich, ne, dass es Dani auch gefällt. Oder nicht gefällt, sagen wir so. Ist natürlich da, ne? Und ne, dass sie sagen könnte, oh mein Gott, es war jetzt, ich stehe zwar auf Kawaii, aber es ist jetzt nicht meine Vorstellung oder so, ne? Also, bloß finde mal den Geschmack, ne? Von jemanden, den du so ja noch gar nicht kennst, außer aus den Videos. Ne? Und ich sag mal, wann habe ich meinen letzten Pocket Letter gemacht? Ich glaube, das ist auch schon ein gutes Jahr her, weil ich habe ja gesagt, immer gedacht, dass es gar keine, also dass gar kein, dass der Hype einfach vorbei ist, ne? Weil alle, die ich so abonniert habe, die hatten dann keine Pocket Letter mehr gemacht. Oder ich sag mal so, ich habe vereinzelt gesehen, dass denn mal ein Pocket Letter getauscht wurde, das Jahr, ne? Aber nicht, dass jetzt einer da mal ein Video von gemacht hat oder so, wie er den auch dekoriert oder beziehungsweise angefertigt hat, ne? Da hatte ich dann nichts mehr gesehen. Naja, gut, habe ich gedacht. Der Hype scheint denn vorbei zu sein, ne? Den hatte ja Sammy Film, also die liebe Vanessa, damals im Umla um, in Umlauf gebracht. Und da, ne? Habe ich ja dann gedacht. So, ich drehe auch mal ein bisschen weiter da, weil unten bin ich ja fertig. Also unten rechts bin ich fertig. Ne, und als es dann halt nicht der Fall war, habe ich gedacht, oh, hast ja auch mal wieder Bock drauf. Also so richtig Bock drauf. Ne? Ja. So war das denn auch. Ich meine, wenn abgesehen vom Live, ne, wenn man mal die Möglichkeit hätte, dass ihr denn gesagt hättet, was, wie man das denn macht oder so. Oder, ich weiß nicht, Diskussionsrunde danach anfertigen ist ja auch blöd. Ne, wie ihr denn. Oder ganz toll wäre auch, wenn da jemand oder wenn da ein paar Leute Interesse haben, dass man einfach mal so ein Paket packt mit irgendwelchen Utensilien. Ich meine, ich glaube, es gibt es schon. Mit Utensilien und daraus muss dann halt ein Pocket Letter gemacht werden. Ne? Da weiß man dann definitiv, dass das dann halt so sein soll. Ne? Dann braucht man so nicht suchen, sondern man hat dann schon die Sachen parat, sag ich mal. Ne? Und muss dann halt mit dem auskommen, was man dann halt bekommen hat. Ne? Dann hat man nicht so große. Oh, was für einen Strassstein benutzt man jetzt? Welche Farbe benutzt man jetzt? Ist das jetzt ein Strassstein? Ist das eine Halbperle? Oder sonst irgendwas, ne? Da ist auf eine Art schön, aber auf der anderen Seite, ja, mach mal was draus, ne? Das, ja, ist bestimmt interessant. Würde ich trotzdem gerne mal ausprobieren. Ne, dass man sich. Also es muss ja jetzt, also das, ich würde jetzt nicht damit sagen, ne, aber es kann ja sein, dass jemand mal sagt, du pass auf, nimm dir mal ein lilanes Blatt beispielsweise, mach da drauf, ne, schnibbel dir irgendwie eine Stoffblume aus oder sowas. Sowas halt, ne, dass man dann einfach vorgibt. Dass der Stil an sich der gleiche ist, aber dass denn jemand sagt,
Da kommst du her. Dass denn jemand sagt, ein Pocketletter, der soll jetzt zusammen grün werden oder rosa werden. Rosa ist ja meine Farbe. Ja, der soll jetzt rosa werden oder wie auch immer. Und sonst irgendwas vergessen? Nee, noch waren das vier Stück, ne? Aber dieser gefällt mir hier so gar nicht, weil ich mag das nicht, wenn der nicht drauf ist. Der jetzt trotzdem klebt, nicht, dass er nachher wieder abfällt. So. Ne, wäre vielleicht auch mal interessant. Vielleicht für diejenigen auch, die Live-Videos machen. Ne, weil die machen sich ja doch eine Platte, sag ich mal, was die denn da vor der Kamera zaubern sollen, ne? Und dass sie dann eine Abstimmung machen, was die Mehrheit denn möchte. Und dementsprechend, weil jeder macht ja eine Ankündigung, ne? Wenn er einen Livestream reinsetzt oder wenn er einen Livestream macht, ne, dass er dann sagt, pass auf, ich möchte das und das machen. Wie soll der aussehen? Ne, dass die dann sagen, ja, grün, lila, hell, lila, blassblau, keine Ahnung. Wäre vielleicht eine Idee. Ach so, und wenn ihr denn mal sowas haben solltet, ne, wo die jetzt umgekehrt sind, einfach drehen. Oder schütteln, besser gesagt. Dann ein paar gibt's noch. Einfach schütteln. Die drehen sich schon von alleine hin, so wie sie sollen. Am besten, ansonsten, wenn man keine andere Geduld hat, so mache ich das jedenfalls. Ich drehe das Ding so lange, bis das denn Straß steht, wo es. Nee, das muss stehen. Ne? Dass ich manchmal immer so schielen muss. Ich mag das nicht, wenn der Tropfen daneben ist. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Das sieht so doof aus. So, und jetzt noch der letzte. Oh, hier drauf ist was los. Ja, manchmal sage ich mir auch, oh, warum hast du jetzt die gelben genommen? Die pinken hätten doch viel besser ausgesehen. Oder warum hast du da ein Strasssteinchen hingesetzt? Da hätte der doch viel besser ausgesehen. Ach, sowas kommt nachher. Wenn ich mir den wieder und wieder und wieder angucke, dann denke ich da auch, oh, warum hast du denn den denn so gemacht? So und so wäre doch viel besser gewesen. Also, meine Sachen kritisiere ich echt ganz arg. Na, also, ich bin mit meinen Sachen irgendwie nie, nie zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals war, aber. Also, ich bin da wirklich ein Kritiker meiner Sachen gegenüber. Aber es ist dann halt immer so, ne? Kann man machen, nix. Dann soll das so sein. Ja, die Strasssteinchen, das sind übrigens die. Ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt im letzten Haul oder so. Ich habe mir ja solche Packungen aus dem Action gekauft. Und so aus Langeweile, was heißt Langeweile? Langeweile ja in dem Sinne gar nicht, sondern einfach nur um zu entspannen, habe ich mir die ja alle sortiert. Ne, also, ich bin zwar noch nicht so ganz fertig. Oh, hier kann auch noch hin. Bin zwar noch nicht fertig. Warum auch? Also, es ist ja nur eine Entspannungsphase. Und bei solchen Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, wird mich das nerven, wenn da so viele verschiedene. Also, ich zeige mal jetzt eine Packung. Da sind ja so viele verschiedene Strasssteinchen drinnen, ne? In verschiedenen Größen, verschiedene Farben und so weiter. Und das wird mich so nerven, wenn ich jetzt sowas mache und die Perlen oder die Strasssteine sind nicht sortiert. Ne, so konnte ich einfach alle picken und ne? So. Ja, ich würde sagen, der Pocket Letter ist fertig. Da kommt natürlich noch ein Tag ran. Den werde ich auch dekorieren, wo dann halt drauf steht, dass der für die liebe Dani ist. Und dass er von mir ist und dann noch das Datum, dass wenn Dani sich den mal in 10 Jahren angucken möchte, dass sie das dann auch kann.
dass sie dann auch weiß, von wem der ist und wie lange der schon bei ihr gehockt ist. Ja. Ihr Lieben, das ist der fertige Pocket Letter. Ich werde natürlich dann noch ein Foto machen. Also es muss jetzt alles erstmal trocknen. Ne? Ihr wisst ja, ich kann ja keine Pause machen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen um eine kleine Mitteilung. Dann würde ich natürlich noch viel mehr solcher machen. Ne? Wie gesagt, ich werde mich ranmachen, zu gucken wegen Schneiden. Aber ich bin einfach der Meinung, weil ich ja selber nicht so gerne geschnittene Videos gucke, weil es fehlt immer was, was für mich wichtig ist. Und derjenige, der das Video macht, sagt sich, auch das ist ja logisch, brauche ich also nicht zeigen. Ne? Und wo ich sage, doch, möchte ich gerne wissen. Ne? Und dann fehlt das natürlich. Und ja, deswegen habe ich das jetzt in 3 Teile gemacht. So wart ihr wirklich von der Pike auf dabei, wie ich den fertig gemacht habe. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video, die Videos, muss ich ja mittlerweile sagen, haben euch gefallen. Vielleicht macht die liebe Dani ja ein Video davon, wenn sie den hat. Ne? Und oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht macht sie nur ein Foto. Ich werde definitiv mal ihren Kanal verlinken in der Infobox. Ne? Schaut gerne bei ihr vorbei. Sie macht ja auch Action-Hauls. Auf alle Fälle C-Mann, wer da Interesse hat. Ne? Sie bastelt natürlich auch viel und bei ihr ist immer was los auf den Pocket-Letter. Ne? Das ist so Wahnsinn, was sie da alles raufmacht, wie sie das kombiniert. Also ich finde der Knaller. Wenn ich mein Pocket-Letter habe, mache ich natürlich auch ein Video. Und ja, die müsst ihr euch angucken. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder die Videos. Super gerne ein Feedback dazu. Ne? Also ich bin für jede Kritik offen und ja. Wir sehen uns denn. Ja, denkt an die Verlosung. Da werde ich definitiv noch ein Video zu machen. Und ja. Dann sehen wir uns, wenn es soweit ist. Tschüssi!